Hallihallo, Hallöchen, willkommen bei Diana's Creative Escape. Ich habe euch versprochen, bei mir gibt es mal etwas Neues. Das Ganze geht in Richtung Modellbau. Ist im Shop als 3D-Puzzle geführt, also für mich, ich würde es eher Modellbau nennen. Und zwar habe ich hier eine Chocolate Factory für euch. Das ist eine Pugelbahn. Und das ist halt so ein Holzbausatz. Firma ist Rocker. Gekauft habe ich das Ganze bei magicholz.de. Auch das ist wieder etwas, das habe ich mir selbst gekauft. Aus eigenem Antrieb heraus. Ich möchte euch einfach meine Erfahrungen damit zeigen. Ich möchte es euch vorstellen, was ich so mache. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde dafür nicht vom Hersteller oder vom Shop motiviert. Ich möchte es euch einfach zeigen. Genau. Diese Chocolate Factory hat gekostet, oh, ich weiß es gar nicht, ich muss mal kurz nachschauen. Ich habe nachgeschaut, die Chocolate Factory hat gekostet 74,90 Euro, also ist nicht ganz günstig. Teileanzahl steht jetzt hier nicht drauf, auf der Shopseite steht 513 Einzelteile. Geschätzte Aufbauzeit 5 bis 9 Stunden. Und ist als fortgeschritten eingestuft. Ihr seht, es ist noch in Folie. Das heißt, ich hole es erstmal aus der Folie. Schön, dass ich hier schon ein Bastelmesserchen habe. Und dann schauen wir erst einmal in den Karton. Immer diese ewigen Folien. Den Bausatz verlinke ich euch in der Videobeschreibung. So. Dann haben wir hier einmal nochmal ganz viel in Folie eingepackt. Die packe ich gleich aus. Das ist die Anleitung. Aufbauanleitung. Hier sind die Einzelteile aufgeführt, die Zusatzteile sozusagen. Und dann geht es hier los mit dem eigentlichen Aufbau. Dann schauen wir mal hier, was wir hier noch so haben. Federn, Schrauben, Metall, Stangen, ein kleiner Schraubenzieher als Werkzeug. Eine Feile ist mit dabei zum Glattfeilen. So Klebe, Aufklebeteile, Dekoration aus Plastik, eine Glocke. Ja, so Plastikstopfen im Prinzip, die man braucht. Hier sind nochmal kleine Schrauben. Das wird das Wachs sein. Wachs braucht man zum Schmieren der Zahnräder manchmal. Hier sind die Kugeln. Es ist ja eine Kugelbahn. Die LED-Beleuchtung. Deko-Aufkleber. Batterien sind mit dabei. Und hier dieses wunderschöne Plastikteil. Also das sind diese Zusatzteile. Die tue ich erstmal an die Seite. Und dann machen wir hier einmal noch die Folie von den eigentlichen Bausatz auf. Es ist nicht der erste Holzbausatz, den ich mache. Ich habe schon mal so einen Heißluftballon aufgebaut, so ein Heißluftballonmodell. Allerdings völlig ohne mechanische Funktion. Und ich habe mir auch schon eine Eulenuhr gebastelt mit einem Federantrieb. Das geht ganz gut. Also ich mache es nicht zum ersten Mal. Ein bisschen Übung habe ich halt schon. Ganz Anfänger bin ich da nicht mehr. So. Irgendwelche, sieht aus wie Klebestreifen. Hier ist nochmal so ein Schmirgelpapier, wo man dann auch nochmal die Nippel-Ecken abmachen kann. Das braucht man, das lege ich mir hier mal mit dazu. Und dann haben wir hier halt diese einzelnen Platten.
Ich schaue die Folie an mir. Die einzelnen Teile sind halt hier immer so mit Nummern nummeriert. J1, J2. Die haben halt alle eine Zahl. Zum Teil steht die dann halt auch auf den Bauteilen. Ist alles durchnummeriert. Ja. Genau. So ist das quasi. Hier haben wir D. Hier hatten wir ja schon J. Das ist E. Dann haben wir hier I, H, HI, G. Das sind die F-Teile und so weiter und so fort. C, B, ah, ich habe jetzt gar kein D gesehen. A, B, C, alles C, 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 F, B, H, wo ist denn D? Ach hier, da ist D. D ist ein kleines, okay, das war D. Gut, also eine ganze Menge Platten mit Bauteilen haben wir. Die legen wir uns alle erstmal an die Seite. Und dann widmen wir uns mal der Anleitung. Ja. Shaft Sleeve 41 mal. Das sind diese Dinger. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, kann schon gut sein. Ich hoffe, dass das ausreichend sind. P2. Das ist hier mit drin. Dann haben wir die Metallstäbe in verschiedenen Längen. 10 mm, 20, 25. Kleinere mit dabei, die werden alle hier drin sein, bis zu einer Länge von 11 cm quasi. Dann eine Schraube, die ist hier auch mit drin. Und eine volle Schraube, die habe ich auch gesehen, die ist da um die Feder. Eine Mutter. Locknut habe ich auch gefunden. Sandpapier. Diese Schrauben. Gebraucht werden 4. Hier sind mehr dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die sind. Ein Händel, wie davon sind auch 2 da. Eine Feder, die. Davon sind auch 2 da, eine Glocke, Acrylic Cover, Screwdriver, Wachs, Button Cell, genau, die habe ich auch gesehen, Batteriebox, die sind da, Chocolate, davon sind 3 mal da, Acrylbälle sind da. 4, 8, 12, 16, 20 Bälle. Also quasi 5 Farben mit 4 Bällen. 4-mal gelb, 4-mal rosa, 4-mal rot, 4-mal blau, 4-mal braun. Die sind alle schick und da. Doppelseitiges Klebeband, das ist da. Genau. Und Paper Tape habe ich auch gesehen. Okay.
Okay. Dann würde ich sagen, spricht eigentlich ja nichts dagegen, dass wir uns hier mal dem ersten Schritt erstmal sozusagen gemeinsam zuwenden. Ich klappe mir die Aufbauanleitung einmal um. Wir sind im Bereich der C-Teile. Von daher suche ich mir jetzt hier erstmal aus dem Stapel einmal die Platte mit den Teilen der Nummer C heraus. Ich brauche die C11, das Ganze wird zweimal gebaut. Also schaue ich mir erstmal, wo ich hier die C11 überhaupt finde. C11 ist hier, die brauche ich zweimal. Und dann gucke ich, wo die fest sitzt sozusagen und cutte das mir einmal mit einem Bastelmesser. Manchmal macht das Sinn, sich das von beiden Seiten anzugucken. Da sieht man besser, wo das sitzt. Wichtig ist wirklich, dass man sich die Teile anlöst an diesen Stellen, wo sie hier halt fest sind, weil manche doch auch so durchaus mal so empfindlich sein können, dass sie dir kaputt brechen, wenn du sie einfach so rausdrückst, ohne sie vorher zu lösen. Der sitzt jetzt noch ziemlich hartnäckig. Durchstiche. So. Jetzt sind die Teile draußen und man sieht dann halt auch, wozu das Schmirgelpapier da ist. Das ist jetzt bei dem wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber man kann diese Stellen dann halt, wo es diese Nippel hat, nochmal schön glatt machen. Ist an manchen Stellen einfach wichtig, gerade wenn man irgendwas ineinander reinsteckt. Bei den Teilen dürfte es jetzt nicht so variieren. Wahnsinnig dringend sein. Dann brauchen wir die C3 jeweils zweimal, also vier. Das ist alles als C3 gekennzeichnet. Die Teile sind jetzt schon ein bisschen filigraner. Was man sich da schon mal eher vorstellen kann, dass es Probleme machen kann, wenn man die nicht gut löst. Die hatte ich, glaube ich, hier. Also hier wirklich lösen. Ein anderes Bastelmesser ist ein bisschen schöner als das, aber es geht. So richtig los. Lösen sich wirklich diesmal aber nicht so schön. Das kann ich ein bisschen einfacher zumindest, aber. Also, das erklärt wirklich, warum man die gut lösen sollte. Die sitzen hier wirklich wie Bombe fest hier drin und wollen nicht raus. So. Jetzt haben wir das. Wir brauchen noch mal zweimal C3, weil das so, sich so schön rauslösen lassen und die C12.
von beiden hatte ich mir jetzt kein Lust, das hier, glaube ich, ne? Versucht zumindest. Da. So. Dann die C12, das ist so das Teil. Dann brauchen wir noch die C13. C13. Also manchmal habe ich auch echt das Gefühl, dass ich blind bin. Das ist die C13. Verbindung. So, jetzt löst es sich. Jetzt haben wir erstmal die Teile, die wir brauchen. Dann nehmen wir uns die C11. Soll das so rum rein? Das ist schon mal nicht so einfach. So wirklich so rum. So, einmal. Weniger Widerstand bin ich da ja eigentlich gewohnt. So. Zweimal die C11, das Ganze mit der C12. Einmal in der Richtung. Also so, ne? So, drin. Und dann wird das Ganze zu einer Einheit verbaut. Die Schrift ist nach oben, so ist es ausgerichtet. Da kommen außen die ran. Und einmal auf der anderen Seite. Und in der Mitte das Stück mit der C12. So. Tada. Das ist soweit schon mal der Teil bis hierhin.
Dann brauchen wir die P1 und die P6. Die P6 ist ein 30 mm langer Metallstab, wie es aussieht. Das könnten 30 mm sein. 30 mm sind auf jeden Fall eigentlich nur einmal da. Das ist zu kurz. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, was hier welcher Stab sein könnte. Das ist auch ein 25er wahrscheinlich, ja. Immer noch ein bisschen länger als das, was ich eben hatte. Das ist zu lang, also das ist ja echt hier. Irgendwas, was dazwischen liegt. Einfach ein paar Steine, Stäbe, wie auch immer, einfach mal her hier. Zu lang. Gleiche Länge, zu lang. Zu lang. Der sieht aus wie 3 cm. Aber hier auch noch mal. Aber ja. Der hat exakt 3 cm. Das ist der 30 mm Stab, den nehmen wir. Die anderen gehen wir wieder zurück. So. Dann brauchen wir die P1. Das müsste eigentlich eines von diesen schicken Teilen hier sein. Die P1, genau. So, P1. Die P1 wird hier hineingelegt in dieses kleine Löchlein. Und dann wird der wahrscheinlich den Stab auch erstmal versuchen, da rein zu platzieren. Den schon mal da irgendwie drin haben. Oh. Schon wieder sehr, sehr fringelig. Oh, mir ist nicht ganz klar, wie ich den da reinkriegen soll, wenn er nicht durchgeht. Das sind die überhaupt nicht. Oh. Hier rührt sich das kein Millimeter. Schön. Geht dann vielleicht wieder ab. Auch nicht. Warum auch? Geht nichts vor, nichts zurück mehr. Hier fehlt irgendwie ein Werkzeug, mit dem man arbeiten könnte, aber naja. Es rührt sich nicht in diesem Plastikteil.
krieg's auch nicht mehr raus. Eigentlich gibt es jetzt nur noch einen Weg, irgendwie da rein. Aber wer sagt's denn? Also, das war mühsam. Aber es ist drin. Okay. Lostour C9. C9 brauchen wir am nächsten Schritt als Werkzeug. Hier ist das Werkzeug. Ich mache das erstmal raus. Als Wegwerkzeug. So. Das als Wegwerkzeug. Wir brauchen scheinbar noch eins hiervon. Und jetzt soll das da rein. Weil es ja gerade schon so gut ging, machen wir das gleich nochmal. Ja, das geht mega kacke. Aber jetzt ist es drin. So, jetzt habe ich diese beiden Dinger da drauf. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich nur ein Werkzeug, aber das werden wir schon sehen.
Na toll. Das ist ein schlechter Scherz, das war ein Beispiel. Ich flippe aus. Ihr seid richtig gut. Gucken wir mal, wo die P6 am Ende tatsächlich gebraucht wird. P8. P7. P10, P5. Finde P6 nicht. P9. Okay, ich habe keine Ahnung, was das sollte jetzt. Ich tue es erstmal an die Seite. Dieses Bauteil. Ich mache mal ein bisschen im Zeitraffer weiter mit dem eigentlichen Schritt Nummer 1. Ich lasse euch dabei sein. Viel Spaß. Wir sehen uns am Ende. Die ersten Schritte gebaut. Das ist einmal wahrscheinlich die Grundplatte. Das sind rein Werkzeuge zum Arbeiten und das Teil, an dem die Kurbel angebracht ist, das ist schon mal fertig. Das war der Start sozusagen. Ich zeige euch natürlich in einem weiteren Video, wie es weitergeht. Für heute verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.